Und damit ein drittes Mal willkommen zu Let's Play One Piece Unlimited Cruise 2, das Erwachen eines Helden. Wie Bach im ersten Teil bereits angekündigt, folgt jetzt auch der zweite, die direkte Fortsetzung. Und ja, was meine ich mit zum dritten Mal aufgenommen? Ihr seht hier schon, ich habe zwei Spielchen. Also ich habe gerade schon versucht, diesen Part zweimal aufzunehmen, wurde aber bei beiden Malen unterbrochen. Das eine Mal hat mitten in der Intro-Sequenz mein Handy geklingelt und beim zweiten Mal meinte über mir jemand, der müsse was anbohren. Das war vor ein paar Tagen, jetzt versuche ich es ein paar Tage später noch ein drittes Mal und ich hoffe, dass ich diesen Part jetzt endlich aufgenommen bekomme, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, mir das Intro jetzt noch ein drittes, viertes, fünftes und sechstes Mal anzuschauen. So, wir starten ein Spiel, importieren unseren Spielstand. Mache ich auch schon zum dritten Mal jetzt. Durchgespielte Datei von One Piece Unlimited Cruise 1 wurde übertragen. Übertrage die Inhalte. Alle erworbenen Techniken und Fähigkeiten Level wurden übertragen. Maximale TP und SP aller Charaktere wurden übertragen. Ein Teil der Daten für die Angel wurde übertragen. Ein Teil der entwickelten Items wurde übertragen. Und die Datenbank wurde übertragen. Das ist schön. Und let's go. Geht wie gesagt genau da weiter, wo der erste Teil aufgehört hat. Ich finde übrigens diesen Ladebildschirm hier total cool. So ein kleines Timing-Spiel, wenn das Ausrufezeichen erscheint und ich A drücke, dann schießen sie auf das Vieh. Monkey D. Luffy. Anata wa prezento o uketorimasu ka? Ha? Nani ikken da omae? Nanka kureru ttyou nara moratte yaru kedo yo. Kaori! Nan nano soitsu? Kono sekiban ni kakarete iru zaireou o tabe saseru to betsu no bushitsu ni henkan shite kurere sou yo. Sokka! 便利だな、お前。みんな頭痛いな。ガブリ、仲間だ。あ、仲間だ、仲間だ。ガブリ。ガブリは俺たちの仲間だ。 終わってねえとはどういうことだ。それにお前、その弾何ですか。ルフィ、逃げて。何事ですか。走るぞ。 Ist das Symbol der Frozen Sun? Ja, das wissen wir ja alles schon. Wir kennen die ganze Geschichte ja schon aus dem ersten Teil hier. Wir kriegen trotzdem jetzt gleich nochmal so ein kleines Tutorial für alle, die halt den ersten Teil nicht gespielt haben. Das geht theoretisch auch, aber empfiehlt sich halt nicht. Neue Technik, Gumbistole, hol zum Fernschlag aus. Ja, Charaktere können jetzt auch alle neue Techniken erlernen. Können wir eigentlich direkt auch ausrüsten. Achso, das geht aber nicht, wenn ich gerade in der Aktion bin. So, jetzt müsste es gehen. So, Gumbistole. Wie gesagt, wir können jede Menge neue Fähigkeiten bekommen und unsere bereits bekannten Fähigkeiten jetzt auch endlich auf Level 10 bringen. Das funktioniert genau wie im ersten Teil hier auch über den Schwierigkeitsgrad. Aber hier ist es halt schon so, dass man auf normal schon bis 10 kommt. Und im ersten Teil war es halt so, dass du nur auf 10 konntest, wenn du das Spiel auf schwer gespielt hast. Und hier ist dann schwer halt bis 15 und so weiter und so weiter. Es gibt, wie gesagt, jede Menge Neues. Gut, hier das zum Beispiel auf Stufe 14, das können wir hier auch nicht hinkriegen. Dafür müsste ich den Teil jetzt wieder auf schwer spielen. Die Gattessen-Säulement.
Und die Koop-Techniken sind ganz wichtig. Gumballon, Gumbumax, Entschlossenheit. Ja, und den Rest haben wir, wie gesagt, schon. Hier seht ihr jetzt auch maximales Technik-Level Level 10. Die Anzeige hätten sie im ersten Teil auch schon bringen können. Maximale TP 1000, maximale SP auch 1000. Genauso auch das hängt vom Schwierigkeitsgrad ab. Bei den anderen Charakteren genauso. Die können jetzt auch neue Techniken erlernen. Besteht die erste Prüfung? Okay, das ist ein interessantes Kriterium. Schwerter Sushi auf 12. Okay, dann kriegt Zorro tatsächlich den einen Angriff schon mal nicht. Das ist interessant. Generell kann der irgendwie wenig Angriffe, habe ich so das Gefühl. Die SP-Technik kriegt er auch nicht. Okay. Also wenn man das jetzt mal mit den anderen vergleicht, kann er tatsächlich gar nicht so viel falsch haben. Aber nun gut, wir wollen weiter. Das zeige ich euch alles später noch, wenn wir die Sachen dann auch freigeschalten haben. Ich sage, wir gehen erstmal zurück zu Sunny. Ja, wie gesagt, ich lese das nicht alles voll, auch da drüben jetzt nochmal Tutorial, wir wissen das alles. Deswegen kommen jetzt hier auch erstmal nur die schwachen Gegner. Es wird natürlich vom Schwierigkeitsgrad her ansteigen, aber das ist, wie gesagt, für alle die, die halt den ersten Teil nicht gespielt haben. Ach, ich freue mich auf das Spiel. Ich habe es ja schon gesagt, ich finde den zweiten Teil nochmal geiler. Und bin sehr gespannt darauf, wie das jetzt im Let's Play alles sein wird. Beziehungsweise halt, ich freue mich darauf, das Spiel jetzt nochmal mit euch im Let's Play zu erleben. でキャガレ。早くなんとかしないと動けなくなっちゃいますよ。ランゲ。スーパーマカゼロ。クードバースト。なんなのあれは。もう全部終わったんじゃなかったの？そうだぜ。じゃなきゃガオリは何のために。 ガブリならまだ生きてるぞ。ここにな。これがガブリですって。こいつはそう言ってる気がする。感じねえか。力を使いすぎてそうなったのかしら。私たちを守るために。とにかくこいつはまだ生きてる。そしてあいつもな。なんだありゃ。でけえ身がなってるぞ。 まさか、その身の中にあの怪物が。ああ、ガブリの全部の力でも倒せなかったみてえだな。ちょっと待てよ。実が育って落ちてきたら、もしかして。だったら復活する前に撃ち落としてやろうぜ。誰も寄せつけねえつもりだな。ありゃ。じゃあどうすりゃいいんだよ。 ダメだ。俺たちは逃げねえ。俺はまだ何も言ってねえぞ。違う。ガブリが言ったのね。ああ。このまま自分を海に沈めて逃げろって。ガブリ。余計な気使うんじゃねえよ。俺たち仲間だろう。仲間ならもっと俺たちを頼れよ。そうですよ。 誰も迷惑だなんて思いません。こいつらの言う通りだ。俺たちはお前を元のお前に戻す。必ずな。でもルフィ、あんたどうやってガブリを元に戻すつもりなの？な？力使ってこうなっちまったんだから、また力つけりゃいいんじゃねえか。だからどうやって？もしかしてもう一度あの身を。
面白い。試練をまた一から始めるってことだな。ああ、とりあえず最初の島に向かうぞ。Jo, und damit sind wir endlich im Spiel angekommen. Wir holen uns erstmal unsere Sachen. Es war 3 Gummifrüchte. Ja gut, das ist jetzt vielleicht eher unnötig. Das sind die wichtigen Items. Und zwar zum einen das Käferfangnetz. Die Spitzhacke. Und die Riesenfischangel. Ja, Riesenfischangel. Jetzt werden sich die einen oder anderen vielleicht wundern, die den ersten Teil gesehen haben, weil wir doch schon die Seekönigsangel hatten. Im zweiten Teil ist es so, dass die Angel um eine Stufe zurückgestuft wird. Also wenn man halt die Seekönigsangel hatte wie wir, dann kriegt man hier die Riesenfischangel. Und wenn man im ersten Teil die Riesenfischangel hatte, dann kriegt man hier jetzt nur die normale. Und wenn man nur die normale hatte oder den Teil hier vor, also spielt halt in der ersten gespielt zu haben, dann kriegt man ja sowieso nur die normale. Warum das so ist, kann ich euch auch nicht beantworten, aber es ist auf jeden Fall Fakt. So, dann schauen wir doch direkt mal, was wir alles herstellen können. Ja, unser Lager ist noch genauso wie vorher. Wir können jede Menge neue Dinge kochen und ihr seht auch schon, Dinge, die wir bereits hergestellt haben, haben jetzt ein höheres Level. Das bedeutet, wir haben sie zwar theoretisch schon hergestellt, müssen sie aber, um sie hier herzustellen, erstmal bei Sanji das Level erhöhen. Und es gibt auch wieder neue Dinge, die wir dafür brauchen. Also es sind nicht dieselben. Level 5, Level 4. Interessant. Ja, ich habe ja gesagt, es wird ein Mischmasch aus Dinge, die wir bereits gemacht haben und neue Dinge, also quasi eine Erweiterung. Und da kommen auch noch mehr Sachen hinzu. Auf jeden Fall interessant. Bei den Medikamenten genauso aufs Wichtigste reduziert und neue Dinge hinzugefügt. Giftkugel Level 4, das ist interessant. Okay. Ja, und bei der Entwicklung genau dasselbe. Wir stellen gleich mal dreimal Goku Waka her. Und es hat neue Technik, der Meteorartiger Angriff. Ich finde aber bei ihm den normalen Sprungangriff besser. Also einige Attacken aus dem zweiten Teil sind besser als die aus dem ersten, andere aber auch überhaupt nicht. Was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass wir jetzt die Angel wieder upgraden müssen, weil das hat mich im ersten Teil etwas genervt. Pflanze die auf Felsen weg, aber gut, vielleicht kriegen wir die ganzen Items hier ja leichter zusammen. Ja, und das andere haben wir halt wie gesagt schon. Datenbank müsste ja auch die Hälfte übernommen sein, die andere Hälfte nicht. Also das sind alles wieder neue Dinge. Den Rest haben wir schon. Das sind auch hier wieder nur die wichtigsten. Die Möwe, die Maus, der goldene Käfer, Dr. Hornisse. Okay, das Einzige, was mich halt vorhin schon irritiert hat, ist der Hai. Weil ich wusste, dass es den Hai in diesem Spiel wieder gibt. Der wurde mir aber bei dem Gericht von Sanji erst noch nicht gefangen markiert. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen irritiert. Da müssen wir gleich nochmal schauen. Seekönig, ja, die beiden gibt es wieder. Das hier ist ein neuer Seekönig, den haben wir noch nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, was das überhaupt für einer ist. Werden wir auf jeden Fall auffangen. Und ansonsten hier halt auch wieder neue Tiere. So, aber das mit Sanji hat mich jetzt irritiert irgendwie.
Da, Heimeturner. Und eigentlich haben wir den nämlich schon in der Datenbank. Aber gut, kann auch sein, dass wir den erst nochmal fangen müssen, damit er da als Dingens angezeigt wird. Das kann natürlich auch sein, selbst wenn wir ihn in der Datenbank haben. Ja, gibt es ansonsten noch irgendwas zu zeigen? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ein paar Neuerungen können wir auch noch nicht machen, weil dafür Sanji erst die Räume aufschließen muss. Ich schaue jetzt mal, ob wir noch irgendwo was finden. Und das ist auch interessant hier, denn wir können unsere Charaktere ankleiden. Wir können den normalen Stil vom Spiel nehmen und entscheiden, ob er den Hut aufsetzt oder nicht. Oder wir können das Outfit hier nehmen. Das ist eigentlich interessant. Sehr interessant. Ja, ich bleibe jetzt aber mal noch bei dem normalen, würde ich sagen. Bei Zorro dasselbe. Also es sind so kleine Verbesserungen, die man halt... Okay, wo da jetzt der Unterschied ist, verstehe ich nicht so ganz. Das ist doch eigentlich nur eine andere Pose auf dem Bild. Ja, anscheinend gibt es bei ihr nur eine andere Pose. Es sind so kleine Verbesserungen im Vergleich zum ersten Teil, die ich aber sehr, sehr cool finde. Ja, ihm können wir eine Brille aufsetzen, das macht nicht wirklich Sinn. Chopper auch nicht. Robin, boah. Oh, hier steht aber der Hut. Frankie, Also wir können ja mal ein bisschen was zur Variation umbauen. Dann nehmen wir einfach mal hier Lysop. Nami geben wir jetzt auch mal ein neues Outfit. Zoro lassen wir mal noch so wie er ist, den finde ich eigentlich ganz gut so. Und Ruffy können wir ja auch mal auf Standard umbauen. Gib mir ein bisschen Variation rein, ich kann ja wie gesagt da auch mal durchwechseln. Schönes Feature auf jeden Fall. Mal, wie sehen jetzt die anderen aus? Also wo jetzt bei Nami der Unterschied ist, habe ich echt nicht verstanden, aber ja, gut, okay. Oder warte mal, wenn ich das bei ihm ändere, vielleicht sieht man es ja so. Ist jetzt ja eine andere Frisur oder so. Ach, die Haare hinten, jetzt hat sie den Dings. Ah, okay, cool. So, aber wir wollten ja eigentlich nach Items suchen. Also in dem Part wird jetzt nicht mehr so viel passieren. Das ist halt der erste Part hier, der ja viel Story und Dinge beinhaltet, wie halt hier die Erkundung und so weiter. Ich suche aber eigentlich gerade unsere restlichen Items, also wie den Staubsauger beispielsweise. So, Spinnenweben erhalten, cool. Ja, laggen tut sie natürlich auch wieder. Genau wie schon im ersten Teil. Aber wo zum Teufel ist unser Zeug? Hier ist das Aquarium. Das werde ich mal noch zeigen, wenn es voll ist. Darauf wurde ich auch angesprochen, dass ich das auch noch zeigen wollte. Und ja, das ist richtig. Das werde ich auch noch zeigen. Fix nochmal, wo ist denn der Scheiß? Das kriege ich irgendwie nicht kaputt, okay. Gehen in dem zweiten Part, gehen wir dann auf die Insel, dann geht's richtig los. Ist halt wie gesagt viel Story am Anfang gewesen und jetzt hier so ein bisschen erkunden. Ich wäre ja sogar noch auf die Insel gegangen in dem Part, wenn ich denn endlich mal finden würde, was ich finden will. Aber jetzt bin ich mittlerweile schon bei 20 Minuten und ja. Ja, also ich muss sagen, ich mag sowohl die Standard-Outfit als auch die ganz normalen. Natürlich auch vom Charakter ab. Hier war irgendwo eine Möwe. So, vielleicht in der Küche? Aha, hier haben wir was. Aber nur 10 mal Mehl. Ja, klasse. Sandwich. Wo zum Geier sind unsere Fallen und unsere Staubsauger und... Wo ist das denn alles? Oder ist das in den Räumen, wo wir noch nicht hin können?
kann ich gleich sein. Also wenn hier jetzt gleich auch nichts ist, dann bleibt eigentlich, ja, dann bleibt eigentlich nur der da oben, der Weg. Und wenn jetzt hier auch nichts ist, dann habe ich keine Ahnung mehr. Nein, du solltest nicht darunter, du solltest hier drüben weiter. Eine Falle aufstellen, da ist es zu. Aber da drüben steht auf jeden Fall eine Kiste drin oder irgendwas. Ich sehe da nämlich was. Oh, oh, was Neues. Ja, weiß ich doch. Nein. Komm schon. Wir kriegen auch eine Verbesserung fürs Fangnetz und auch für die Spitzhacke und so weiter. Und wenn wir die Verbesserung fürs Käferfangnetz haben, dann ja, ist es leichter, die zu fangen, weil das wird dann nicht nur stärker, so also von wegen kann ich kaputt gehen, sondern auch größer, was das Einfangen halt leichter macht. Direkt mal die Teleschnecke gefangen. Nee, aber ansonsten scheint hier echt nichts zu sein. Okay, dann kriegen wir anscheinend die Items doch erst später irgendwo in den Räumen. Das irritiert mich zwar ein wenig, weil ich eigentlich der Meinung war, dass man die von... Ja gut, einen Raum haben wir jetzt noch. Weil ich eigentlich der Meinung bin, dass man die von Anfang an bekommt. Wo war das denn? War das hier? Ja, ich glaube, es war hier. Weil ich eigentlich der Meinung war, dass man die von Anfang an bekommt, aber irgendwie nicht. Nee, das ist es auch nicht. Ich suche den Raum von den... Ist es der? Ja. Aha. Da ist der Staubsauger. Okay, wunderbar. Haben wir ihn ja doch noch. Hier ist nichts mehr. So, jetzt fehlen eigentlich nur noch die Fallen, aber kann auch sein, wir müssen die neu herstellen. Nun gut. Das war's für den ersten Part. Wie gesagt, beim nächsten Mal geht es dann richtig los. Jetzt haben wir halt alles eingesammelt und so weiter, hatten das Intro und so. Und ja, wie gesagt, beim nächsten Mal geht es dann richtig los. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.